Servus zu einer neuen Tour mit mir im Karwendelgebirge. Viele schöne Touren im Karwendelgebirge kann man machen. Also ein Startpunkt wäre der Karwendelkessel. Da gibt es viele schöne Touren. An dieser Stelle spreche ich jetzt auf dieses Foto nachträglich auf, weil mir hier die Aufnahme leider missglückt ist. Wie gesagt, man kann hier von der Karwendelgrube viele schöne Touren aus starten. Ob das aufs Karwendelspitz ist, aufs Hochkar, auf die Viererspitzen oder auf den Höhenweg. Also hier sind viele, viele schöne Touren möglich. Ich habe mich für das westliche Karwendelspitz entschlossen und werde das jetzt angehen. Wie ihr seht, bin ich für den Klettersteig mit einem Gurt und mit einer Selbstsicherung ausgestattet. Das ist meine eigene Entscheidung, das so zu machen. Was ich hier trage, ist definitiv kein Klettersteigset. Das wird auch so nicht empfohlen und ich rate euch auch dringendst ab, als Ungeübte mit einem solchen Equipment einen Klettersteig zu begehen. Das kann lebensgefährlich enden. Ich habe mich dafür entschieden, weil der Klettersteig nicht allzu schwierig ist. Wie gesagt, ich kenne solche Klettersteige, ich kenne diesen Klettersteig. Und für mich war es auch eine Gewichtsentscheidung, da ich mit dieser Tour auch noch andere längere Sachen verbinde. So war das, wie gesagt, aus diesen verschiedenen Aspekten eine Entscheidung, aber nur meine eigene. Ich muss das wirklich hier an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, sowas ahmt ihr bitte nicht nach. Und wenn, dann macht ihr das nicht, weil ihr das bei mir gesehen habt. Was ich hier mache, ist weit weg von der Lehrmeinung, entspricht nicht den Sicherheitsstandards und ist so nicht statthaft. Natürlich kann man auch einen Klettersteig komplett ohne Klettersteigset gehen, ohne jegliche Schutzausrüstung. Selbstverständlich, jeder ist für sein Leben selber verantwortlich. Denkt dran, Bergsport ist gefährlich und von daher, ihr müsst immer völlig selber entscheiden, was ihr macht. Ich werde hier keine verbindlichen Ratschläge erteilen. So, das mal ein ernstes Wort am Rande. Und jetzt geht's aber los auf eine schöne Klettersteigtour auf die westliche Karwendelspitz. So, da kommt's mit, auf geht es. Ja, direkt nach 5 Minuten kommt man schon an diese schöne Stelle. Das ist dann, denke ich, auch die Schlüsselstelle. Das ist mit B, C deklariert. Gerade hier dieses erste Stück. Weiter oben ist dann wieder alles A, B. Ja, cool. Auf geht's. Ja, nach den C-Stellen kommt man hier oben auf den etwas flacheren Teil. Das ist wieder A-B-Gelände, leicht zu laufen, leicht zu sichern. Bis zu der Kuppe, ich glaube danach geht es nochmal ab. Ja. Ein absoluter Genuss-Klettersteig. Weil auch die C-Stellen sind, bereiten nur Spaß. Also das ist richtig schön, das ist schon lange nicht mehr gemacht. Wurde höchste Zeit. So, hier ein kleiner Zwischenabstieg, dann gehst du auf der rechten Seite, ist besser, und dann auch
rechts vom Seil hoch, kannst du dich an den Felsen festhalten, am Seil sichern. Ja, dann bist du schon da. So. Genau, dann wenn man da ist, dann hat man hier nochmal diesen kleinen Abstieg. Und da vorne ist schon das Gipfelkreuz. Auf dem Stück gehen wir auch wieder zurück. Da ist dann der Abstieg im Normalweg. Ja, meine Lieben, damit wäre die Tour aufs Karwendelspitz, aufs westliche Karwendelspitz abgeschlossen. Ich filme noch ein bisschen was vom Rückweg und dann schaue ich mal, was ich heute noch weiter mache. Aber das soll es für diese Tour gewesen sein. Ihr seht hier im Hintergrund noch schön den leichten Zustieg. Richtig tolle Genusskletterei hier hoch. Das ist echt von der Bergstation aus 30 Minuten. Wie gesagt, sichert euch gut. Die C-Stellen sind knackig. Ansonsten, ich bin heute so zeitig losgemacht. Ich bin selbst auf dem Karwendelspitz. Sonntag, angesagtes Traumwetter. Allein, aber ich sehe gerade, die erste Bahn muss gekommen sein. Weil da unten sind plötzlich ein paar Leute mehr. Vor uns war ich auch da unten noch ganz allein. Ich bin ja über den Karwendelsteig hochgekommen, weil wie gesagt, so früh fährt noch keine Bahn. Und ich war vor den ersten Leuten da und habe dafür wieder eine Solo-Gipfelbesteigung. Es gibt nichts Geileres. Das Panorama nochmal. Da der Viererspitz. Oh, den weiß ich leider nicht. Da hinten der Spitze müsste es Hochkar sein. Wie gesagt, hier gibt es noch viele schöne Touren ins Karwendelgebirge. Alles hier. Natürlich auch da hinten das weiße, schneebedeckte Wettersteinmassiv. Leicht im Nebel gehüllt. Aber vor uns, denke ich, sollte das Alpspitz liegen, dahinter im Nebel die Zugspitze. Toller Ausblick, Mittenwald. Der Normalwegabstieg, relativ entspannt, Seil versichert, eh klar, ist ein Klettersteig. Der Schnee ist Gott sei Dank raus, Luft zumindest an der Seite. Man kann hier also richtig schön erreicht festhalten. Oder wie gesagt, hängt euch mit eurem Klettersteigseck ein und seid ihr sicher, falls ihr wegrutscht. Und dann wird es hier geschmeidig werden. Ja, so sieht das aus. Wenn man in der C-Stelle einsteigt, ja, die Vierergruppe ist super gesichert, seht ihr, Klettersteigset, ordentliche Gurte, Helme, alles dabei, so funktioniert das, ja, und ich bin jetzt wieder hier unten, habe damit meine Tour beendet. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten. Also, ciao, ciao. Vielleicht trinke ich noch einen Radler in diesem geilen Etablissement.